Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Annie. Ich möchte Ihnen gerne helfen. Mir kann niemand helfen. Es kann niemals wieder gut gemacht werden. Gott kann alles wieder gut machen. Sie müssen sich ihm nur anvertrauen. Ich kann nicht einmal darüber reden. Ich bin froh, dass Gott Sie auf den Weg zu mir gebracht hat. Ich denke, er will Sie damit von einer Last befreien. Es war Mord. Hallo, Morgen, Jack. Morgen, Phil. Hey, Gail, was willst du heute Morgen hier? Ich war gar nicht zu Hause wegen des Ramona-Mordes. Ich fass es nicht, Gail. Manchmal denke ich, dass dir an diesem Gesindel mehr liegt als an dir selbst. Das ist mein Job. Richtig. Aber wir alle müssen auch mal Abstand davon gewinnen. Ein Privatleben zu haben, ist gar nicht so übel, weißt du? So, Annie, Sie setzen sich jetzt hier hin. Und ich hole jemanden, mit dem Sie reden können, ja? Ich habe da ein junges Mädchen, das gerne eine Aussage machen würde. Könnten Sie mal kommen? Ja, selbstverständlich. Annie, das ist Lieutenant Triskel. Steve, Annie möchte Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Es tut mir leid. Ich hatte nur so furchtbare Träume in letzter Zeit. Ich wache nachts auf und ich spreche im Schlaf. Es tut mir leid. Annie. Augenblick. Wir haben hier jemanden, mit dem Sie reden sollten. Bitte, setzen Sie sich wieder hin, Annie. Ich muss gehen. Wir setzen uns jetzt hier hin. Sie heißen Anne, richtig? Ja. Annie Nolan. Und Ihre Adresse ist? Warum wollen Sie wissen, wo ich wohne? Das sind nun mal unsere Vorschriften. Wissen Sie, es geht in die Akte und vergammelt dort. 23 Lincoln Road. Okay. Gail. Das ist Anne Nolan. Sie braucht jemanden, mit dem sie sprechen kann. Sie ist ein wenig schüchtern. Hallo? Gail ist eine Psychologin. Sie arbeitet ab und zu mit uns. Menschen zu helfen ist ihre eigentliche Aufgabe. Es freut mich sehr, Anne. Es tut mir wirklich leid. Worum ging es denn? Sie hat was von Albträumen erzählt. Sie wollte irgendwas über einen Mord erzählen, aber sie konnte sich einfach nicht überwinden, das arme Kind. Ein Traum von einem Mord. Was meinst du? Hast du ihre Adresse? Ja, Lincoln Street. Was weißt du noch von ihr? Soweit ich das einschätzen kann, hat sie kein Verbrechen begangen. Vielleicht kümmern wir uns erstmal um das, was wir schon haben. Ja, sicher, Steve. Gibst du mir die Adresse? Gail, vielleicht bist du nicht auf dem Laufenden. Der Tag hat 24 Stunden, nicht 48. Geh lieber nach Hause und schlaf ein bisschen. Danke. Ich dachte, vielleicht wollten Sie sich mal unterhalten. Es gibt eigentlich gar nichts zu bereden. Sind Sie sich sicher? Wissen Sie, ich habe zwei Kinder, die jeden Moment mit dem Bus aus der Schule kommen müssten. Könnten Sie eine Freundin gebrauchen? Okay. Hören Sie, es ist wirklich im Moment nicht so günstig. Das Haus ist sehr gut geschnitten. Auf diese Weise haben Sie viel Platz gewonnen. Annie, man hat mir gesagt, dass Sie Albträume haben. Das ist mein Gebiet. Möglicherweise kann ich Ihnen helfen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich habe gerade welchen gemacht. Danke, ja. Sahne oder Zucker? Gar nichts. Ich trinke ihn schwarz. Vielen Dank. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können, was meine Albträume betrifft.
Naja, immerhin sind es ja meine Träume, richtig? Vielleicht sollte ich mir Schlaftabletten besorgen. Wachen Sie davon mitten in der Nacht auf? Oh ja. Diese Albträume treten immer in der Nacht auf? Nein, am Tag auch manchmal. Man kann eine Menge von seinen Träumen lernen, nicht nur von den Albträumen, von den normalen auch. Wie wäre es, wenn ich Ihre Träume für Sie deute? Das könnten Sie gar nicht. Das können Sie nicht. Entschuldigen Sie mich. Annie, das wirst du mir nicht glauben, aber heute in der Schule hatten wir einen Film über lebendige Alligatoren. Die hatten Riesenzähne, das war gruselig. Ich möchte euch gerne... Annie, kann ich ihn äußern? Ja, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist eine Freundin von mir. Gail. Tag, Gail. Hallo. Hallo, wer schneller oben ist. Erster, so. Ich Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie gern mit jemandem reden wollen. Dafür bin ich da, okay? Ist gut, danke. Übrigens, das kostet Sie nichts. Rufen Sie an. Das mache ich. Das mache ich. Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Haus? Ich arbeite nicht da, ich wohne da. Ich verstehe. Aber ich bin nicht Ihre Mutter. Nicht Ihre richtige. Ihre Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Eigentlich springe ich nur für Ihre Mutter ein. Also, Sie wohnen hier, ja? Mhm. Allein? Ja, so ist es. Sie wollten mir von Ihren Albträumen erzählen. Das ist eine lange Geschichte. Es ist furchtbar viel passiert in den letzten 2 Jahren. Furchtbar viel. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie wär's mit vor 2 Jahren? Okay. Als ich Craig begegnet bin. Ich lebte damals mit diesem Jungen. Naja, er war mein erster ernsthafter Freund. Und es lief nicht gut zwischen uns. Es lief ganz und gar nicht gut. Geh, verschwinde raus hier! Nein, ich gehe nicht! Wie stellst du dir das denn vor? Soll ich im Park schlafen? Ich will dich hier nicht mehr haben! Bitte! Oh, da drüben! Du kommst ohne mich nicht klar und das weißt du auch! Du hast gesagt, dass du aufhörst zu trinken! Du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll! Und solange ich es will, bleibe ich hier! Hör auf zu schreien! Ich halte das einfach nicht mehr aus! Verschwinde endlich aus meinem Leben! Polizei, machen Sie bitte die Tür auf! Du bleibst hier. Es ist alles okay, alles in Ordnung. Danke sehr. Machen Sie auf, oder ich schlage die Tür ein. Es ist nur ein kleiner Familienstreit, Officer. Nichts weiter. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, wirklich. Ihre Nachbarn waren beunruhigt. Wie heißen Sie? Kyle Meacham. Haben Sie getrunken? Ein oder zwei Bier zum Feierabend. Sie verstehen schon. Sehen Sie, Annie weiß, dass es überhaupt nichts bedeutet, wenn ich mal laut werde. Nicht wahr, Schatz? Würden Sie sich wohl hinsetzen? Da drüben. Sind Sie verletzt? Dann würde ich Ihnen einen Krankenwagen rufen lassen. Nein, ich bin nicht verletzt. Soll ich Sie in ein Frauenhaus bringen? Ich fahre Sie dahin. Wissen Sie, Kyle ist nicht immer so ehrlich, nicht? Nur wenn er trinkt. Wollen Sie Anzeige erstatten? Ich möchte nicht, dass er Schwierigkeiten bekommt. Sein Vater würde ihn umbringen. Sollte ich morgen wiederkommen müssen, nächste Woche, nächsten Monat, dann werde ich Sie verhaften. Verstanden? Ich verlasse mich drauf.
wirkte so fürsorglich. Er war ein Mann, nicht so ein Junge wie Kyle. Ich habe ihn erst etwa 2 Monate später wieder gesehen. Hallo, ich weiß genau, dass ich meinen Führerschein hier irgendwo... Schon in Ordnung, Sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie sind Anne, richtig? Annie. Ich werde von allen Annie genannt. Wie geht's Ihnen? Gut, Kyle ist endlich bei mir ausgezogen. Sie haben mir sehr geholfen. Ich glaube, ich habe mich noch nicht mal bedankt. Wissen Sie, ich habe gerade Pause. Wollen Sie einen Kaffee mit mir trinken gehen? Na, wie wär's? Also nach der Schule, da bin ich aufs Junior College gegangen für ein paar Semester. Da habe ich Kyle kennengelernt. Was für ein Glück. Das College war ganz gut, aber ich brauchte irgendwann einen Job. Und Julie, das ist meine Freundin, hat mir von dieser Immobilienfirma erzählt und dass da jemand gesucht würde. Ich mache nur so Verwaltungsarbeit, aber wenn ich den Computer richtig beherrsche, dann werde ich vielleicht befördert. Sie schaffen das ganz sicher. Oh, das hoffe ich. Das bringt $50 mehr in der Woche. Ich bezahle $65 im Monat, nur um mit dem Bus täglich nach Manhattan zu fahren. Polizisten verdienen nicht schlecht und sie bekommen sehr gute Sozialleistungen. Mein Cousin George ist ein Polizist in East Orange und er kauft sich gerade ein Haus. Wie alt ist er? Älter. Ja, älter. Deswegen mag ich ihn, glaube ich, weil er ein bisschen reifer ist. Und er ist nicht verheiratet? Er trägt jedenfalls keinen Ring. Annie, du musst ihn fragen, ob er verheiratet ist, bevor du etwas mit ihm anfängst. Versprich es. Annie? Versprochen. Du hättest Wein haben können. Du willst doch nicht, dass ich das Gesetz breche, oder? War alles in Ordnung? Gut, wie immer, Carlo. Eine Freundin von mir, Annie. Una amica tua e una amica mia. Er sagt, da du eine Freundin bist, bist du jederzeit willkommen. Und jetzt Espresso und Dessert aufs Haus. Oh, das würde ich gern annehmen, aber ich muss gehen. Das nächste Mal, ja? Du willst schon gehen? Du hast doch nicht etwa eine Freundin, oder? Ich bin verheiratet. Ich meine, es ist schon seit Jahren keine richtige Ehe mehr. Naja. Ich bin froh, dass du es mir sagst. Naja, die meisten Männer würden es nicht sagen. Freunde? Freunde. Wow, mit einem Polizisten als Freund fühle ich mich richtig beschützt. Verheirateten Männer sagen, dass ihre Ehen nicht funktionieren, nur damit sie machen können, was sie wollen. Naja, er ist ein Freund, das ist alles. Nein, er ist ein verheirateter Freund, Annie, und das ist die allerschlimmste Sorte. Sie versprechen immer, ihre Frauen zu verlassen, und sie tun es nie. Hey, attraktive Männer gibt es tonnenweise. Sieh dich um, sie sind überall. Tja, wie kommt es dann, dass ich nie einen davon kennenlerne? Wie kann ich damit konkurrieren? Du musst nicht mit jemandem konkurrieren. Du musst nur du selbst sein. Das ist wichtig. Damit habe ich wohl ein Problem. Ich versuche immer noch herauszufinden, wer ich bin. Ein verheirateter Mann führt zu gar nichts und damit basta. Was ist schon dabei, wenn ich mal mit ihm essen gehe oder sowas? Du weißt doch, dass es beim Essen nicht bleiben wird. Na, hör mal, man kann doch einfach so befreundet sein, wenn man das will. Ach, wirklich? Wie wär's damit? Wir fahren heute Abend nicht gleich nach Hause, sondern gehen zusammen ins Kino. Ich kann nicht, ich habe eine Verabredung. Okay, okay. Hallo, soll ich dich mitnehmen? Das ist doch kein Zufall, oder? Nein, ich habe auf dich gewartet. Wenn du noch nichts gegessen hast, wie wär's dann vielleicht mit einer Pizza? Aber nur eine ohne Sardellen. Gut. Und dann sehe ich da diesen Kerl, wie er das Fliegengitter abmontiert und neben ihm eine Tasche voller Einbruchswerkzeug. Ich lege ihm Handschellen an und der Typ sagt, wie lautet die Anklage? Ich sage Einbruch natürlich.
Er lacht und sagt, Sie haben mich dabei erwischt, wie ich ein Fliegengitter abmontiere. Das ist eine mittelschwere Straftat. Es ist nämlich so, ich hätte warten müssen, bis er hineinklettert und ihn erst dann festnehmen sollen. Ja, daraus habe ich viel gelernt. Willst du mal Ermittler werden? Das hätte ich bereits werden können. Aber nur auf der Straße ist wirklich was los. Hast du schon mal jemanden getötet? Ich habe mal einen verwundet. Ich wollte ihn verhaften, plötzlich zog er ein Messer. Der Untersuchungsausschuss hat es als Notwehr angesehen. Annie, ich könnte dir die irrsinnigsten Geschichten erzählen. Erzählst du sie nie deiner Frau? Die interessiert sich nur für meinen Gehaltscheck. Jetzt würde ich gerne über dich reden. Du bist so hübsch. Du gehst bestimmt oft aus. Nein, eigentlich nicht. Früher bin ich oft in die Clubs gegangen, weil ich gern tanze. Aber da lernt man immer so schräge Typen kennen. Ja. Davon laufen viele rum. Ich treffe immer nur Typen, die sowas nie könnten. Tada! Wie ist das? Wow! Vielen Dank. Der Wein. Hilfst du mir noch ein Bild aufzeigen? Ladies first. Tada! Links noch ein bisschen runter. Oh. Wie ist das? Perfekt. Oh! Oh. Ich dachte, wir wollten einfach bloß Freunde sein. Ganz besondere Freunde. Das sollten wir nicht tun. Nicht, Greg. Craig gab mir das Gefühl, vollkommen zu sein. Ich hatte mich noch nie so gefühlt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich glücklich war. Hat dieser Mann, Craig, irgendetwas mit Ihren Albträumen zu tun? Ja, alles. Okay. Möchten Sie vielleicht darüber sprechen? Ja, das will ich. Das möchte ich wirklich. Es ist nur so schwer. Wir haben sehr viel Zeit dafür. Ich habe alle meine Termine abgesagt. Erzählen Sie. Wir waren immer nur für ein paar Stunden am Stück zusammen. Und das nicht regelmäßig, nur manchmal. Wochenenden und Feiertage verbrachte er mit seinen Kindern. Und mit seiner Frau. Und war Ihnen das genug? Nein, das war es nicht. Aber wenn wir dann zusammen waren, waren das die einzigen Augenblicke, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich jemand war. Ansonsten habe ich mich nur... Mein Leben war so langweilig. Sie wollten immer zusammen sein mit ihm. Ja, natürlich. Aber... Aber das hätte bedeutet, dass er sich scheiden lässt. Ja. Und das konnte er nicht. Wieso nicht? Naja, wegen seiner Kinder. Er wollte sie auf keinen Fall aufgeben. Irgendwie musste ich mit der Situation fertig werden. Ich wusste mir nicht zu helfen. Weil ich ihn wirklich und aufrichtig geliebt habe. Hoffnungslos. Du und Cindy, ihr wart doch Schulfreundinnen. Warum gehst du nicht mit uns zum Essen? Ich hätte sowieso nichts zu erzählen.
Du willst nur schnell nach Hause kommen und neben dem Telefon sitzen, falls Craig anruft. Das ist kein Leben, Annie. Ich habe noch was zu erledigen, wirklich. Das ist gelogen und das weißt du. Er kann tagsüber doch nicht so gut anrufen. Also wirklich, alle Männer, mit denen du dich einlässt, taugen nichts. Kyle war schlimm genug, aber ein Verheirateter ist das Letzte. Du unternimmst nichts, du gehst nirgendwo mehr hin. Alles, was er tut, ist, zu dir zu kommen, um mit dir zu schlafen. Willst du nicht mehr? Es wird nicht immer so weitergehen. Du machst dir doch was vor. Er wird seine Frau verlassen und dann werden wir zusammen sein. Du bist nicht seine Freundin, sondern seine Mätresse, Annie. Was soll denn das? Gray kann dich mitnehmen. Schon gut, ich laufe. Es zahlt sich immer aus, vorsichtig zu sein. Ich melde mich wieder. Danke. Wer war das denn? Das ist Enrico. Ein Freund. Er macht in der Gegend Geschäfte. Hey, ich hab ja was für dich. Ich hatte keine Zeit mehr, es einzupacken. Für mich? Oh, wenn du keine Geschenke magst, kann ich's immer noch... Nein, gib es mir. Oh, das ist dein CD-Player. Craig, der hat doch viel zu viel gekostet. Ich habe ihn billiger gekriegt. Polizistenrabatt. Er ist toll. Wundert sich deine Frau nie, wo du steckst? So wie jetzt? Sie fragt nicht. Es interessiert sie nicht, wo ich bin und was ich tue. Obwohl du sie nicht leiden kannst, schläfst du mit ihr. Annie, das ist Unsinn. Wir schlafen nicht miteinander. Alles klar? Seit Jahren nicht mehr. Weißt du, wenn du es wirklich wolltest, könntest du ausziehen. Hey, ich bin Polizist, hast du das vergessen? Sehe ich aus wie einer von den Reichen, die sich freikaufen können und nochmal von vorne anfangen, als wär's ein Klacks? Ja, aber was es auch kostet, du wärst frei. Wär es das nicht wert? Es geht aber nicht nur ums Geld. Du weißt, was meine Kinder mir bedeuten. Manche Frauen sind rachsüchtig. Wendys Familie lebt in Ohio. Sie könnte einfach die Kinder nehmen und dahin ziehen. Dann sehe ich sie nie. Ich wünschte nur, du würdest mal hierbleiben. Einfach zusammen frühstücken, so wie alle normalen Menschen. Das möchte ich auch, glaube mir. Könnten wir nicht mal wegfahren? Übers Wochenende zum Beispiel. Wendy will vielleicht mit den Kindern zu ihrer Schwester fahren. Mal sehen, vielleicht fahren wir dann weg. Wieso darf sie dich haben und ich nicht? Sie hat mich nicht, du schon. Und nur du. Ich weiß. Es wird nicht mehr lange so weitergehen, das verspreche ich. Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Wirklich? Ich liebe dich. Liebst du mich wirklich? Wirklich, 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 wirklich. Ganz sicher. Ich liebe dich. Sie brauchten es, dass er sie liebt. Ja. Sie brauchten diese Liebe. Ja, ich brauchte sie. Haben Sie sie jetzt? Nein. Ich habe jetzt gar nichts. Er hat gesagt, er würde sich von seiner Frau scheiden lassen, aber das hat er nie getan. Und dann... Starb sie? Ja. Und ein paar Monate später zog ich bei ihm ein. Wie ist sie gestorben? Sie wurde erschossen. Mit 4 Schüssen. 1 in den Bauch, 2 in die Brust, 1 in den Arm. Ich konnte nicht anders. Immer musste ich an seine Frau denken. Er musste ja immer wieder zu ihr zurückgehen. Besonders hat es mich gestört, dass ich so gar keine Ahnung hatte, wie sie aussah. Aber ich wusste, wo sie wohnten. Oh! Oh! Ja! Komm her! Yeah.
weg, komm schon. Nimm das hier. Gehen wir. Craig! Wussten Ihre Eltern von Ihrer Beziehung zu einem älteren Mann? Was, meine Eltern? Mhm. Oh. Wussten Sie, dass er verheiratet war? Schwarz? Ja. Ich weiß nicht einmal, wo meine Eltern im Augenblick sind. Aber eins weiß ich genau, sie sind nicht zusammen. Sehen Sie, mein Vater hat uns verlassen, als ich noch klein war. Und meine Mom wurde danach ganz verschlossen. Sie hat sich nie wirklich um mich gekümmert. Ich bin irgendwie neben ihr aufgewachsen. Wahrscheinlich hatte sie das Gefühl, dass sie nichts wert war, nachdem mein Vater sie mit einem Kind sitzen gelassen hatte. Sie hatte auch sitzen gelassen. Wie war das denn für Sie? Naja, ich dachte nur, dass mein Vater mich wohl nicht genug gekannt hat, um da zu bleiben. Hatte er eine Freundin? Mein Vater? Mhm. Das weiß ich nicht. Ich war ein kleines Mädchen. Ich wusste damals gar nichts über solche Sachen. Ihre Mutter wusste es vielleicht. Und vielleicht hatte sie deswegen, was haben Sie gesagt? Das Gefühl, dass sie nichts wert war. Ja, das kann sein. Was denken Sie, gibt es vielleicht einen Zusammenhang damit, wie Sie sich selbst einschätzen? Na, manchmal mag ich nicht, wie ich bin. Möchten Sie mir vielleicht sagen, was Sie nicht an sich mögen? Einen ganz bestimmten Teil von mir. Etwas, das ganz tief drinnen ist. Das mag ich nicht, dass ich Angst habe, ich bin nicht hübsch genug. Oder klug genug. Es gibt einen Teil in mir, der Angst davor hat, allein auf dieser Welt zu sein. Na toll, vielen Dank, das weiß ich zu würdigen. Eine Hand wäscht die andere, wenn du weißt, was ich meine. Wie geht's, meine Süße? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe vielleicht ein Geschäft mit ein paar Farbfernsehern in Aussicht. Ich melde mich. Ja, bis dann. Enrico muss nicht gehen, weil ich gekommen bin. Er ist wegen seiner Geschäfte gegangen. Hey, ich habe was für dich. Mach die Augen zu. Jetzt. Nein. Na los. Das weiß ich nicht. Ich möchte es an dir sehen. Du siehst fantastisch aus. Das ist das neue Du. Das ist mein neues Ich. Es wartet noch eine Überraschung auf dich im Hof. Komm mit. Es hat in letzter Zeit viele Einbrüche in deinem Viertel gegeben. Kein Grund zur Beunruhigung. Aber ich gebe dir lieber das hier. Zu deinem Schutz. So ist es richtig. Zieh jedes Mal den Hahn zurück, um ihn zu spannen. Anpeilen und feuern. Anpeilen und feuern. Anpeilen und feuern. Das machst du großartig. Ja.
Wie war ich? War ich gut? Das war eine Spitzenleistung. Also bist du unglaublich stolz auf mich. Ja, ich bin schon ziemlich stolz auf dich, aber wir werden weitermachen, bis du geübt bist. Schießen ist kein Kinderspiel, verstehst du? Und ich möchte, dass du dich mit der Waffe sicher fühlst. Hände hoch, sie sind verhaftet! Bleiben Sie gleich da drüben stehen, hey, sofort! Hey, hey, hey. Ich liebe dich. Weißt du das? Ich weiß. Okay, jetzt machen wir es nochmal. Und diesmal versuchst du es alleine. Und hat er sie zum Üben nochmal dahin gebracht? Ja. Und Sie haben damals geglaubt, die Waffe sei zu Ihrem Schutz gedacht. Das habe ich gedacht, ja. Ich fand es so wunderbar, dass er um meine Sicherheit besorgt war. Jetzt weiß ich, wie unglaublich naiv ich war. Nein, das wird nicht möglich sein. Nein, vielleicht. Ziemlich spät. Ich werde heute nicht so bald nach Hause kommen. Nein, Wendy, ich weiß nicht wann. Ich bitte dich, warum müssen wir diese Diskussion jedes Mal aufs Neue? Ich habe eben etwas zu tun. Ich übernehme die Spätschicht für einen Kumpel, okay? Nein, ich muss jetzt auflegen. Ich habe Dienst, ich kann nicht einfach... Du hast Dienst bei irgendeiner verdammten Frau, oder? Es gibt in letzter Zeit eine Menge Artikel über Korruption bei der Polizei. Ich bin mir sicher, sie würden gern noch einen weiteren Fall aufdecken. Ich weiß Bescheid über deine dreckigen kleinen Geschäfte, Hehlerware und so weiter. Hab ich mich klar ausgedrückt? Was denn, willst du mir etwa drohen? Hattest du nicht gesagt, dass es ihr egal ist, wo du bist? Sie hat mir angedroht, dass sie unsere Kinder meilenweit wegbringt, sodass ich sie niemals wiedersehe. Dagi und Elisha bedeuten mir einfach alles. Sie blufft nur, das meint sie nicht ernst. Das meint sie verdammt ernst, glaub mir. Sie versucht damit sicherzustellen, dass ich mit ihr verheiratet bleibe. Tja. Du hast recht. Sie blufft nur. Ja. Hey, du wolltest doch mal übers Wochenende mit mir verreisen. Also los. Zwölf, 20, 13, 14. 20, 14, 19, 11, 14, 17, 16. Ich nehme, richtig? Ja. Hier. 20. 12, 16. Überkauft. Ich hab gewonnen? Hey, alles klar. Du liegst mit 20 vorn. Setz 10 ein. Na los, mach weiter. Du bist am Gewinnen. Reiz die Karten aus. Blackjack! Ja! Ich höre lieber auf, solange ich vorne liege. Klar. Vielen Dank. Ich habe 35 Dollar gewonnen. Hey, erzähl bloß keinem, dass du noch nicht 21 bist. Ich bekomme doch keinen Ärger, oder? Solange du bei mir bist, musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin so gern mit dir zusammen. Ich habe heute Glück. Ich versuche das da. 10? Ja, klar. Danke. Ja, danke. Gut, nochmal. Diesmal setzt das Limit ein. Je mehr du einsetzt, desto mehr gewinnst du. Ja, super!
Oh, zieh dir das alles an, ja! Amüsierst du dich? Ja, und wie? Wenn es nur immer so sein könnte, das wäre ein Traum. Ach, übrigens, ein Freund von mir hat uns Karten besorgt für die Show heute Abend. Sehr gute Plätze sollen das sein. David Copperfield? Oh, den finde ich so super. Wenn ich mit dir zusammen bin, dann vergesse ich ganz, dass Wendy existiert. Müssen wir von dir sprechen? Wir sind Partner, und zwar an allem. Ich habe eine Idee, wie wir es schaffen, nicht einmal mehr an sie zu denken. So dass es nur noch uns zwei auf dieser Welt gibt. Nur dich und mich. Weißt du noch, was ich in Atlantic City zu dir gesagt habe? Dass wir beide von nun an in allem Partner sind. Ich möchte nach Hause, bitte. Annie, das ist der einzige Weg, all unsere Probleme zu lösen. Mir wäre es auch lieber, es gäbe einen anderen Weg. Aber wenn du willst, dass wir zusammen sind. Ich will nicht darüber reden. Ich kann das nicht tun. Wir könnten für immer zusammen sein. Ich kann nicht. Du vergisst, dass ich Polizist bin. Ich weiß, wie man sowas plant, sodass niemand jemals eine Verbindung herstellen kann. Ich kann das nicht tun. Ich zeige dir, wie es geht. Wie ein Theaterstück werden wir es proben, alle Details durchgehen, bis du es auswendig kennst. Niemand wird uns je verdächtigen. Ich weiß, was ich tue. Immer gehören, mit dir zusammen sein, nicht nur manchmal. Okay. Bitte geh nicht. Ich bin so durcheinander. Mein Herz klopft wie verrückt. Bitte, Craig. Bitte geh noch nicht weg, erst wenn es sich wieder beruhigt hat. Gib mir Bescheid, wenn du dich entschlossen hast, Partner. Thank you.
Craig? Kann ich was für Sie tun? Craig? Müsstest du nicht im Büro sein? Ich habe gesagt, dass ich später kommen würde. Kann ich mit dir reden, bitte? Ich vermisse dich. Ich brauche dich. Hast du dir überlegt, was du tun wirst? Bitte, Craig. Ich weiß nicht. Die Pause ist vorbei. Ich muss gehen. Ich habe alles versucht, um von ihm loszukommen. Aber es ging über meine Kräfte. Ich liebte ihn so sehr. Und ich hatte Angst. Angst davor, dass er sich in eine andere verlieben könnte, wenn ich mich nicht mehr mit ihm treffe. Was ist, wenn ich nicht schaffe, was du von mir erwartest? Wendy droht mir. Sie meint es ernst. Sie sagt, wenn ich mich scheiden lassen würde, dann bringt sie meine Kinder nach Ohio, um bei ihrer Familie zu sein. Ich glaube nicht, dass sie das ernst meint. Oh doch, das tut sie. Auf diese Weise erpresst sie mich, damit wir die Ehe aufrechterhalten. Sie weiß, dass ich in der Falle bin. Craig, ich habe solche Angst. Wenn wir erst verheiratet sind, kriegst du ein Kind von mir. Oh, ich liebe dich über alles. Ich möchte, dass du deine Augen schließt. Schließ die Augen, bitte. Sind sie zu? Ja. Gut, stell dir bitte etwas vor. Eine Welt, in der nur zwei Menschen leben. Nur ich und du. Diese Welt willst du doch, oder? Und ich auch, ich auch, ich auch. Wenn du den Abzug drückst, schießt du aus Reflex. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Craig! Es gibt keinen anderen Weg. Ich versuche es nochmal. Worauf zielst du? Auf den Rumpf. Genau wie bei den Schießübungen. Ich halte meinen Arm gerade an meiner Seite. Ich hebe ihn, während ich mich meinem Ziel nähere. Und ist dann meine Waffe genau auf den Rumpf gerichtet, feuere ich. Den Arm nehme ich runter, die Waffe stecke ich in meine Tasche. Dann gehe ich weg. Du vergisst immer etwas. Und wenn keiner in der Nähe ist, hebe ich die Patronenhülsen schnell auf. Und dann gehe ich fort, aber ohne mich zu beeilen. Ich renne nicht. Und ich sehe mich nicht um. Und wenn mich ganz zufällig jemand sieht, gehe ich weiter. Und sehe ihn nicht an. Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Und wieder. Ich liebe dich. Und wieder. Ich liebe dich. Und wieder. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Haben Sie darüber nachgedacht, was es tatsächlich bedeuten würde, einen anderen Menschen zu töten? Eine andere Frau? Ich habe mich dazu gezwungen, es nicht auf diese Weise zu sehen. Sie war keine Sie, sie war nur ein Ziel. Achte darauf, das Ziel im Rumpfbereich zu treffen. Aber Sie wussten, was Sie in Wirklichkeit taten. Die Wirklichkeit hat es für mich schon lange nicht mehr gegeben. Es ist wie in einem Traum. Man möchte aufwachen, aber man kann nicht. Das Ende dieses Traumes, das ist unvermeidlich. Annie, es war eine Lüge, dass sie angeblich damit gedroht hat, die Kinder wegzuschaffen. Das geht nicht ohne seine Einwilligung. Das wäre gegen das Gesetz. Er hat ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, um sie loszuwerden. Der Mann ist gefährlich. Er muss hinter Gitter, unbedingt. Wären Sie bereit, zur Polizei zu gehen und dort noch einmal alles zu wiederholen? Wollen Sie das immer noch tun? Ja, das will ich.
werden Sie verurteilt. Dann verbringen Sie eine lange Zeit im Gefängnis. Ist Ihnen das klar? Ja, das weiß ich. Gut. Wendy Mitchell, Mutter von zwei Kindern. Das galt als misslungener Raubüberfall. Keine Spuren, keine Verdächtigen. Es ist fast 2 Jahre her. Sie wurde 4-mal getroffen aus nächster Nähe, mit kleinem Kaliber. 2 in die Brust, 1 in den Bauch. 1 in den Arm. Nichts gestohlen. Der Täter war vermutlich in Panik geraten und geflohen. Misslungener Raubüberfall. Vermutlich in Panik geraten, vom Tatort geflohen. Die Handtasche hatte er offenbar nicht mitgehen lassen. Aber er hat sich die Zeit genommen, 3 der 4 Patronenhülsen aufzulösen. Was denkt ihr, weiß dieses Kind, wie man so etwas macht? Nur wenn jemand es ihr gezeigt hat. Entweder ein Verbrecher oder ein Polizist. Officer Mitchell hat eine weiße Weste. Über ihn ist überhaupt nichts Negatives vermerkt. Natürlich nicht. Es ist nichts darüber bekannt, dass er sich mit Hehlerware bestechen ließ. Und auch nichts darüber, dass er sich mit Schmeicheleien Zutritt zur Wohnung eines jungen Mädchens verschafft hat, um von ihrer Naivität zu profitieren. Und auch wovon nichts redest du überhaupt? Wir haben bisher noch nicht einen einzigen Beweis, nur das Wort des Mädchens, alles klar? Und den Mord hat sie ja bereits gestanden. Oh nein, ich kenne euch. Jetzt schließt mir bloß nicht die Reihen, nur weil es sich um einen Kollegen von euch handelt. Gail, du wirst von uns respektiert, weil du es verdienst und weil wir wissen, dass dir die Arbeit über alles geht. Manchmal, wenn wir dich dringend brauchen, gehst du nicht mal nach Hause. Ja, sag mal, hast du überhaupt ein Zuhause? Okay, aber zu diesem Mädchen hast du den Abstand verloren. So wie ich das sehe, wollte sie die Ehefrau loswerden und hat sie aus dem Weg geräumt. Officer Mitchell musste nicht unbedingt daran beteiligt sein. Das stimmt. Er musste den Mord nur planen und dafür sorgen, dass das Mädchen die Tat ausführt. Na gut, ganz wie du meinst. Wir reden noch mal mit ihr. Schön. Also weiter, Annie. Erzählen Sie Ihre Geschichte zu Ende. Sie wollen doch, dass wir erfahren, was passiert ist, oder? Das ist schon richtig so. Die Detectives werden Ihnen zuhören. Er hat mir ganz genau erklärt, was ich zu machen habe. Wir haben es ständig geübt, wieder und wieder, so lange, bis ich es konnte. Es war unwirklich. Wie in einem Film. Er hat mir gesagt, wo ich parken soll, wo ich mich hinstellen soll, wann ich aus dem Versteck kommen soll, wohin ich treffen müsste. Alles. Er sagte, es gab eine Menge von Raubüberfällen in der Gegend. Und das würde hineinpassen. Dann setzte er ein Wochenende fest. Hallo? Wir fahren in 40 Minuten los. Warte hier, ich bin gleich zurück. Okay, beeil dich. Was machen wir hier? Ich komme gleich wieder. Vergiss den Schirm nicht!
Was wollen Sie? Craig? Mein Mann ist Polizist. Er ist jeden Moment wieder hier. Craig! Da sind nur ein paar Dollar drin. Nehmen Sie sie, Sie können sie haben. Nein, bitte, ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder. Bitte! Craig! Unsere offizielle Beziehung begann etwa einen Monat nach der Beerdigung. Er stellte mich seinen Freunden vor. Die meisten waren auch Polizisten. Ich wusste, dass die Frauen seiner Kollegen dachten, ich sei ziemlich jung, aber das war mir egal. Ich war da, wo ich immer sein wollte. Ich war bei Craig. Wir sprachen nie über das, was wir getan hatten. Aber ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Er hatte recht behalten. Man würde nie herausfinden, dass wir es gewesen waren. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gedacht, ich würde verrückt. Letztendlich war ich es wohl auch. Craig hat sich große Sorgen um die Kinder gemacht. Er wusste, dass es schwer werden würde, jemand Neues in ihr Leben zu bringen. Ein paar Wochen vor Dagis 9. Geburtstag machten wir ein Picknick. Da hat er mich ihnen dann vorgestellt. Wisst ihr noch, wie wir neulich mal über Freunde gesprochen haben? Und dass einige Freunde uns mehr bedeuten als andere? Rachel Simon ist meine beste Freundin. Tja, Daddy hat auch eine beste Freundin. Ich mag sie ganz besonders gern. Du meinst Mrs. Worth, die auf uns aufpasst, wenn du zur Arbeit gehst? Oh, sie gefällt mir gut, aber sie ist keine beste Freundin. Daddy, du hast eine Freundin? Sie heißt Annie. Ach, da ist sie gerade. Hallo. Das ist Alicia und das ist Dagi. Ich habe schon viel von euch gehört. Ich hoffe, wir können gute Freunde werden. Ich gehe die Getränke holen. Ich komme mit. Ich habe Sandwiches gemacht. Wie wird's mit Schinken und Käse? Mit Senf, keine Mayo. Ich habe auch Kartoffelchips da. Na toll. Weißt du, dass unsere Mami getötet wurde? Ja. Das war eine furchtbare Sache. Ein böser Mann hat das getan. Aber mein Vater ist Polizist. Der fängt ihn. Die Kinder haben mich zuerst abgelehnt. Aber das ist nur normal. Es gab Höhen und Tiefen, aber wir haben uns vertragen. Da gehört schon was dazu, um auf diese Weise in ihr Leben zu treten. Sie hatten keine Mutter. Erzählen Sie weiter, Annie. Nach der Arbeit bin ich immer hingefahren und habe ihnen Essen gekocht. Und versucht, die Mutterrolle zu übernehmen. Aber ich bin nie über Nacht geblieben. Nicht mal am Wochenende.
Wir mussten Geduld haben. Ich habe alles automatisch erledigt irgendwie. Wartet nicht so schnell, ihr zwei. Wir verpassen den Anfang. Wenn ich euch bitte, etwas zu tun, würde ich mich freuen, wenn ihr es auch tun würdet. Du bist nicht unsere Mom. Du hast uns nicht zu sagen, was wir tun sollen. Ja, du bist nicht unsere Mom. Hey, was ist denn hier los? Wir hatten nur was zu besprechen. Habe ich gerade gehört, Annie sei nicht eure Mom? Natürlich ist sie nicht eure richtige Mom. Sie macht aber doch alles, was eine richtige Mutter macht, oder? Also erwarte ich von euch, dass ihr sie auch so respektiert wie eure richtige Mom. Also, was sagt ihr jetzt? Tut mir leid. Mir auch. Ist schon okay. Ich werde heute Abend alles erledigen. Okay, gehen wir. Blumen aus dem eigenen Garten sind so viel schöner als welche aus dem Laden. Gehst du heute mit uns auf den Friedhof, Annie? Nein, das ist was Besonderes und Privates. Das solltet ihr drei allein machen. Das wäre falsch. Gehst du irgendwann mal mit? Vielleicht. Mom ist im Himmel, bei den Engeln. Annie, das stimmt doch, oder? Das stimmt. Sie ist bei den Engeln. Also, seid ihr fertig? Stimmt was nicht? Nein, ich habe nur leichte Kopfschmerzen. Vergiss die hier nicht. Guck mal, Dad, sind die nicht hübsch? Die werden Mom sicher gefallen. Langsam wurde ich besessen von Wendy und dem Leben, das sie gehabt hatte. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass ich es überwinden könnte, wenn ich alles über sie wüsste. Als Craig und die Kinder weg waren, wurde ich von Wendys Schlafzimmer magisch angezogen. Ich weiß nicht, was für Antworten ich dort zu finden hoffte. Bald heiraten? Da wirst du deinen Dad selbst fragen müssen. Was sollst du mich fragen? Ob du und Annie heiraten werdet. Dein Dad bringt dich jetzt ins Bett, ja? Also, heiratet ihr beide nun? Wie würdest du das finden? Ganz gut.
weil Annie dann nicht nimmer nach Hause gehen müsste. Dann könnte sie doch hier bei uns bleiben, wie eine richtige Mom. Na ja, darüber müssen Annie und ich erstmal in Ruhe reden. Nacht. Gute Nacht. Steve, sieh dir das mal an. Würde die Beschreibung, die sie uns von diesem Enrico gegeben hat, auf den hier passen? Er hat Mitchell heiße CD-Player und Goldkettchen zukommen lassen. Wo hast du das her? Er ist drüben. Du kannst mit ihm sprechen. Sie haben ihn aufgegriffen mit einem Kofferraum voll gestohlener Laptops. Er will einen Deal abschließen. Er wäre bereit, Mitchell als Teilzeithehler zu verpfeifen. Gut, gut. Das legen wir erstmal auf Eis, okay? Immerhin gibt es eine Sache von viel größerem Kaliber, die man Mitchell anhängen kann. Ich bin bei Craig eingezogen. Es hätte der glücklichste Tag meines Lebens sein müssen. Aber so wie alles andere ist es nur ein weiterer Schritt ins Verderben gewesen. Und wieso das? Weil es eine Lüge war. Ich meine, es war nicht mein Haus, es war ihr Haus. Und es war ihr Leben. Ich hatte überhaupt kein Recht, dort zu sein. Aber Sie sind geblieben. Weil ich dumm genug war zu glauben, ich könnte die beiden Kinder für den Verlust ihrer Mutter entschädigen. Damit wären die meisten überfordert, nicht wahr? Ich habe es versucht. Ich wollte es so sehr. Aber es kommt mir so vor, als ob alles, was ich will, außer Reichweite ist. Warum glauben Sie, ist das so? Wegen der Entscheidungen, die ich treffe. Sie haben versucht, etwas für die Kinder zu tun. Nein. Ich habe es auch für mich getan. Weil ich dadurch mein Gewissen ein bisschen erleichtern konnte. Und, hat das was geholfen? Nein. Es war alles nur eine Lüge. Es war nicht ein Millimeter Wahrheit in dem Ganzen. Nach außen hin wirkte ich normal, doch eigentlich war ich verrückt. Was ist los? Ich kann nicht in Ihrem Schlafzimmer schlafen. Ich habe furchtbare Träume. Liebling, ist schon wieder gut, leg dich hin. Telefon für dich, Dad ist dran. Okay. Du kannst auflegen, ich habe es. Craig, wie geht es dir? Na super, ich habe bei einer Verkehrskontrolle einen Kerl gefasst, der vom FBI gesucht wird. Dann bring noch eine Flasche Wein mit und wir feiern, wenn du kommst. Ich werde ein bisschen später kommen. Wir können warten. Nein, ich meine richtig spät. Michelson hat Probleme mit seinem Auto. Ich spring für ihn ein. Ich kann die Überstunden gebrauchen. Na gut, ich halte dein Essen warm. Ich liebe dich. Okay. Schatz, bist du damit fertig? Ich wollte sterben, aber das wäre ein einfacher Ausweg gewesen. Und ich wusste, dass ich den nicht verdient hatte. Oh, gestern Nacht hast du nicht viel gesagt. Ich hatte wohl keine große Lust zu reden. Hey,
sind wir noch ein Team. Gut, meine Kleine. Nein, ich muss das Frühstück machen. Annie, hattest du noch mehr von diesen Visionen in letzter Zeit? Mir geht's gut. Ich meine es ernst. Ich will sicher sein, dass alles unter Kontrolle ist. Es geht mir gut, ehrlich. Wenn du irgendwelche Probleme hast mit mir oder sonst wie, dann machen wir das unter uns aus. Keine Ärzte, keine Psychologen. Niemanden geht das etwas an, außer uns. Habe ich mich klar ausgedrückt? Das war gestern. Ich wusste, dass Craig mich warnte. Und da wusste ich auch, ich musste dieses Haus verlassen. Wir nageln den Kerl jetzt fest. Bis jetzt ist sie unsere einzige Zeugin, aber ihre Aussage taugt nicht viel. Sie will die Sache doch in Ordnung bringen, nicht wahr? Und? Sie könnte etwas für uns tun. Augenblick mal. Ihr wollt ihr eine Wanze geben und schickt sie damit zurück? Das ist der einzige Weg. Was? Verletzung der Vorschriften? Eine strafbare Handlung? Ich übernehme die Verantwortung. Ansonsten haben wir nur diese beiden. Ihr Wort gegen seins. Da kann ich nicht mitziehen. Wo ist das Problem? Wir bringen sie damit in Gefahr. Der Mann ist Polizist. Sie geht fort, sie kommt zurück. Wird er sich da nicht fragen, wo sie gewesen ist? Steve, sie ist seine einzige Zeugin. Du weißt, wie leicht er seine Frau losgeworden ist. Okay. Also gut, wir geben nicht ihr die Wanze mit, sondern deponieren sie im Haus, wenn er nicht da ist. Im Schlafzimmer. Ich möchte, dass der Mann verurteilt wird für das, was er dem Mädchen angetan hat. Aber sobald sie in Gefahr gerät und von ihm bedroht wird, greifen wir ein. Ich verstehe das nicht. Wollen Sie mich nicht verhaften? Komme ich nicht ins Gefängnis? Das wird das Gericht entscheiden, Annie. Aber erstmal brauchen wir Ihre Hilfe. Die Waffe wurde Ihnen von Craig gegeben und das ist Anstiftung zum Mord. Aber wenn Sie Craig ins Gefängnis stecken, haben die Kinder niemanden. Aber Sie sagten doch, Sie haben Großeltern. Bei denen könnten Sie leben. Sie kümmern sich um Sie. Craig liebt Sie. Das tut er wirklich sehr sogar. Annie, Sie haben es nicht verdient, ganz allein dafür bestraft zu werden. Ich weiß. Ich hatte nur gehofft, es gäbe einen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg, Craig, die Tat mit anzulasten. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Was müsste ich tun? Sie müssen nochmal zurück. Nochmal in dieses Haus zurück? Ich wünschte auch, es gäbe eine einfachere Lösung. Ich muss so tun, als würde ich immer noch diese Lügen glauben und wäre nie hier gewesen, hier bei Ihnen? Aber Sie waren hier bei mir, Annie. Und Sie kennen jetzt den Unterschied zwischen der Wahrheit und all den Illusionen, die Sie hatten. Sie sind nicht mehr ferngesteuert, Annie. Die Kontrolle haben jetzt Sie. Richtig? Richtig. Bereit, Annie? Sie wissen, was Sie sagen sollen? Ich denke schon. Wir kommen morgen früh vorbei, wenn Craig zur Arbeit gegangen ist. Meinst du, dass sie es schafft? Ja, sie schafft es. Wo zum Teufel warst du? Es tut mir leid, ich hätte anrufen sollen. Haben die Kinder ihr Bad genommen, bevor sie ins Bett sind? Ja, das war nach 10. Die Kinder waren sehr beunruhigt. Ich war sehr beunruhigt. Es tut mir schrecklich leid. Ich fühle mich furchtbar. Wo warst du denn? In der Stadt. Da gibt's Telefone. Ich weiß. Aber Julie hat ganz überraschend angerufen und wollte sich auf einen Kaffee treffen. Und dann waren wir einkaufen und naja, sodass ich ganz die Zeit vergessen habe. Ich dachte, du hättest dich mit Julie zerstritten. Hast du mir nicht erzählt, dass du sie seit über einem Jahr nicht mehr gesprochen hast? Ja, genau. Deswegen wollte ich mich ja mit ihr treffen. Weißt du, ich wollte unbedingt wissen, was sie so macht. Sie heiratet demnächst. Ein Börsenmakler. Ich freue mich sehr für Sie. Na, hör mal, wenn du dich mit einer Freundin treffen willst, dann ist das gut so. Jeder muss manchmal etwas anderes. Du hast den Abwasch gemacht. Ja, ich habe abgewaschen und die Kinder haben abgetrocknet. Nur wenn du ausgehst, ruf an, das ist alles. Hör zu, es tut mir leid. Ich werde mich morgen bei den Kindern entschuldigen. Annie, weißt du, wo meine Trainingshose ist? Ich habe sie in deine Sporttasche gepackt. Hey. Eifersüchtig. Worauf? Deine Freundin Julie. Auf ihren Börsenmakler. Ich bin nur Polizist. Er ist noch in der Ausbildung und noch gar nicht fertig. Es gibt tausende solcher Typen. Doch keiner ist wie du, richtig? Stimmt was nicht.
Hattest du wieder Albträume? Nein, ich bin nur müde, das ist alles. Ich werde dich wach machen. Ganz schön früh. Ja. Heute wird ein langer Tag. Dagi, isst dein Frühstück. Alicia, kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Du kommst zu spät. Es ist Kaffee da. Ich trinke welchen auf dem Revier. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Wiedersehen, Mom. Das heißt Annie. Ich darf sie Mom nennen, wenn ich will. Das stimmt doch, oder? Das stimmt schon, okay. Nenn du mich Annie gemacht. Montieren Sie die Wanze. Wir gehen normalerweise so gegen 11 ins Bett und dann sehen wir uns noch die Nachrichten oder etwas anderes an. Und dann schlafen wir. Wissen Sie noch, wann Sie aufgewacht sind, wenn Sie von Mrs. Mitchell geträumt haben? So um 1 Uhr früh, glaube ich. Okay, dann werden Sie ihn um diese Zeit aufwecken. Wir hören zu. Angenommen, er sieht das versteckte Mikrofon. Unmöglich. Was ist, wenn er nicht das sagt, was Sie hören wollen? Es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen. Also, wie sieht's aus? Wir wollen nicht den ganzen Tag hier. Alles in Ordnung? Wir sind gleich fertig, Meister. Was sagen Sie, schaffe ich es? Lieutenant Riskell hat mir dieselbe Frage gestellt und ich sagte ja, weil ich weiß, dass Sie es schaffen. Wenn ich mir doch nur so sicher wäre wie Sie. Ich denke immer... Wie konnte so etwas passieren? Warum habe ich nur so etwas Furchtbares getan? Annie, das Problem liegt darin, dass Craig ein Soziopath ist und er ist sehr geschickt. Und Sie waren verwundbar. Es gibt viele Frauen, die sich über die Männer definieren, mit denen sie zusammen sind. Sie fühlen sich nur als ein Ganzes, wenn sie eine Beziehung haben, auch wenn die noch so furchtbar ist. Sie wissen nicht, dass es ihnen nicht schadet, wenn sie eigenständig handeln. Und ich handle jetzt eigenständig, nicht? Ja. Willst du? Ja, danke. So gegen 11 haben sie den Fernseher ausgeschaltet. Seither ist es still. Craig? Was ist los? Ich hatte wieder so einen Traum. Ich sehe in den Spiegel und da sehe ich ihr Gesicht. Ich sehe die Kinder an und möchte in Tränen ausbrechen. Das ist dein Problem. Damit musst du fertig werden. Wie kann ich das, wenn mein Gewissen mich so quält? Sie ist eine gute Schauspielerin. Was vorbei ist, ist vorbei. Du musst es vergessen. Du hast versprochen, dass du dich um mich kümmerst. Wie konnte ich das nur tun? Ich hab's nur für dich getan.
Hey, häng mir das bloß nicht an. Du hast es für dich selbst getan, nicht für mich. Nein. Nein, ich habe es für dich getan. Du wolltest, dass wir zusammen sind. Du hast gesagt, das wäre der einzige Weg. Es war der einzige Weg. Ich komme in die Hölle für das, was ich getan habe. Annie, nein, bitte. Verliere jetzt bloß nicht den Kopf. Greg, ich habe sie für dich getötet. Er hat sie geschlagen. Wir müssen das beenden. Lass sie weitermachen. Nein. Ich würde gern wissen, was in deinem Kopf ist. Es war abgemacht, dass wir sofort eingreifen, wenn ich es sage. Noch nicht. Ich habe dir verboten, dieses Wort je zu benutzen. Ich habe alles getan, was du mir gesagt hast. Ich habe auf dich gehört. Du hast es perfekt gemacht. Ich war so wahnsinnig stolz auf dich. Aber jetzt ist Schluss mit diesen verrückten Träumen. Komm schon, mein Liebling, komm schon. Wir waren damals Partner. Es war der einzige Weg. Ich konnte nicht selbst den Revolver nehmen und abdrücken. Du musstest es für mich tun. Wir haben ihn. Du warst großartig. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Ich hoffe, hier passiert nichts. Also um Himmels Willen, mach es jetzt nicht kaputt. Gehen wir. Ihre Aussage zusammen mit diesem Band wird ihn hinter Gitter bringen. Für Annie wird das hilfreich sein. Gail, danke sehr. Wir werden einen Haftbefehl besorgen und beide verhaften. Wieso legst du dich nicht auch ein bisschen hin? Ich bleibe hier. Joe wird Ihnen die ganze Nacht beim Schnarchen zuhören. Tja, das werde ich auch. Gail? Ich wusste es. Dagi, Alicia! Ich habe einen Haftbefehl für Sie, Officer Mitchell. Ein Haftbefehl? Und wofür werde ich angeklagt? Mordkomplott. Ein Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord. Das ist doch ein Witz. Wen hätte ich denn wohl umbringen lassen sollen? Ihre Frau. Dort warst du also. Du versuchst mir etwas anzuhängen, was du getan hast. Ich weiß ja nicht, was für ein Blödsinn sie verbreitet hat, aber... Denk mal darüber nach, Annie, was du nicht nur mir, sondern Ducky und Alicia antust. Willst du etwa, dass sie mich ansehen und dabei denken, dass ich etwas mit dem Mord an ihrer Mutter zu tun habe? Kannst du damit leben, Annie? Denk darüber nach! Nur wir zwei. Auf der ganzen Welt. Nur wir zwei. Sensationelle Meldung ging heute Morgen ein. 2 Jahre und 5 Monate nach ihrer brutalen Ermordung wurde Wendy Mitchells Ehemann, der ehemalige Polizist Craig Mitchell, heute zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde schuldig befunden, den Mord zusammen mit seiner Geliebten Ann Nolan geplant zu haben. Miss Nolan legte ein Geständnis ab und bekannte sich des Totschlags schuldig. Sie erhielt eine Haftstrafe von 10 Jahren. Während der Verhandlung machte sie eine eindrucksvolle Aussage, in der sie detailliert über ihre Liebesbeziehung und die tödlichen Schritte berichtete, die am Ende zu dem Mord führten. Ah,
Annie. Sie haben mich nicht vergessen. Das ist doch wohl ein Witz. Bitte setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Gut. Wie sieht Ihr Leben hier für Sie aus? Es ist wirklich scheußlich. Aber es ist wirklich, verstehen Sie? Ich verstehe. Ich arbeite in der Bibliothek und im Büro. Ich bin nämlich eine der wenigen hier, die Computerkenntnisse hat. Na, das ist doch sehr schön. Ich bin froh, dass ich was zu tun habe. Und was ist mit Ihnen? Sie wissen schon, ich habe immer viel zu tun. Das ist toll. Und studieren Sie hier auch? Wir können Unterricht nehmen. Ich habe ganz viele Pläne für die Zeit danach. Oh, erzählen Sie mir doch was davon. Sie haben wirklich sehr viel nachgedacht. Ich muss auch viel an die Kinder denken. Wissen Sie, ob es Ducky und Alicia gut geht? Ihre Großeltern kümmern sich gut um Sie. Es scheint Ihnen in Ohio zu gefallen. Die Zeit ist um. Ich muss gehen. Ich komme Sie bald wieder besuchen. Wiedersehen.